Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mich gerade mit ein paar Pflanzen und ein paar Buddlerfleischs hochgeheilt und mein Mana aufgefüllt. Und jetzt werden wir gemeinsam erkunden, was sich hinter diesem Teleporter verbirgt. Oh, das Banditenlager. Naja, das war ja irgendwie nicht so toll. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Juhu! Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Ja, das sagt ja dein Name schon, ne, Torus. Okay, dann überlegen wir mal. Habe ich noch irgendwas im Banditenlager hier zu tun? Ich glaube nicht. Sieht gut aus. Also dann ab zurück zu den Magiern und Bericht erstatten. Ich bin gespannt, was sie jetzt sagen. Na? Ja, Darion hat schon mal nichts zu sagen. Warum ist da hinten so hell bei diesem Gebäude? Ach, da brennt ein Feuer, stimmt. Das ist halb so wichtig. Das wird so eine Fackel hier sein. Saturas, genau. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen, doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Okay, darüber denke ich mal nochmal nach. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden.
Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Ja, vielen Dank, dass du endlich deine Meinung über mich geändert hast. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für dich. Ach, ist immer noch zu früh. Mann! Ardanus möge dich schützen. Was brauche ich denn dafür? Brauche ich da eine höhere Stufe oder muss ich da das Kapitel abschließen? Das kann sein. Ach ja. Kann ich denn irgendwelche tolle neue Runen lernen für 5 Lernpunkte? Unwetter, Angst, mittlere Wunden heilen. Da habe ich schon die Rune. Vielleicht im zweiten Kreis irgendwas? Eislanze, Windhose, Schlaf, Windfaust, Wolfrufen, Eisball. Feuerball kostet leider 10. Schade, der käme noch in Frage. Der Feuerball. Hey! Lass uns handeln. So, dann wüsste ich gerne noch, ob ich hier noch irgendwas von den Magiern haben kann. Was mir irgendwas bringt. Sieht jetzt aber spontan nicht so aus. Vielleicht ein Zauber, den ich mal irgendwann lernen möchte. Feuersturm. Klingt gut. Kleiner Feuersturm. Oder habe ich den schon? Großer Feuerball. Vergessen. Angst. Kleiner Feuersturm. Ja, habe ich schon 2-mal. Okay. Dann Eisblock habe ich. Skelett erschaffen. Genau, hatte ich mir überlegt. So in Kombination mit Eisblock habe ich aber auch schon. Boah, das war's. Blitz wäre cool. Nee, was war das denn, was ich gegen diese Feuerläufer verwendet hatte? War das Blitz? Oder war es Kugelblitz? Weiß ich gar nicht mehr, was das war. War auf jeden Fall ein starker Zauber. Aber Blitz habe ich ja selber gerade schon. Gut, ich habe ganz viele Wertgegenstände, aber die kann ich drüben noch verticken in Korinnes. Das muss ich jetzt nicht hier tun. Ist hier noch ein Magier irgendwo? Ne, das waren alle. Yep, das waren alle. Gut, dann werde ich mal, bevor ich jetzt nach Korinnes zurückgehe, ihr kennt das ja, wenn ich die Banditenrüstung anhabe, werde ich als Bandit erkannt. Deswegen ziehe ich wieder meine Feuermagierrobe an, inklusive dem dazugehörigen Gürtel. Und warum habe ich meine Waffe nicht ausgerüstet? Liegt das eventuell daran, dass ich die Klaue Belias ausgerüstet hatte? Habe ich meinen Bogen noch ausgerüstet? Nee, habe ich auch nicht. Mann, alles weg. So, kann ich denn jetzt eigentlich... Warte mal, hier gibt's ja diese... Nee, warte mal, da waren die nicht. Wo waren die? Da drüben waren die. Kann ich die hier lesen? Wahrscheinlich brauche ich da... Aber trotzdem auch die... Nee, da brauche ich auch die 3. Stufe der Sprache, nehme ich an. Aber sobald ich die kann, und die werde ich auf jeden Fall noch lernen, und Myxia ist ja in Korinnes und kann mir die beibringen, sobald ich die kann, werde ich hier nochmal zurückkommen und alles lesen. Und da fällt mir gerade ein, ich habe hier doch noch was zu tun in Yarkandar. Und zwar... Erstens mal kann ich den Banditen erzählen, dass Raven kaputt ist und dass die Banditen jetzt sie wahrscheinlich hoffentlich in Ruhe lassen werden. Das wird die bestimmt freuen. Erstens. Und zweitens habe ich das Rezept für Lu's Doppelhammer. Da freut sich Samuel bestimmt drüber. So, ansonsten hätte ich hier in Yarkandar mal überlegen. Ich hätte noch den Strand hier, da hier vorne. Bei den Piraten links runter, da wo die Feuerwarane sind. Aber ich glaube, für die bin ich immer noch ein bisschen zu schwach. Dann könnte ich natürlich... das komplette Banditenlager säubern und die ganzen Banditen verprügeln. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich tun. Aber erst, wenn ich noch ein bisschen stärker bin. Lass mich in Ruhe. Genau. Ansonsten wüsste ich gerade... Ach ja, doch, genau, stimmt. Das Ding im Norden. So, wo ist hier ein freies Bett? Da ist ein Bett. Ich penne mal eben bis zum nächsten Morgen. So, und zwar... Hier nördlich von mir gibt es ja im Canyon diese Bibliothek, wo ja diese Feuerläufer waren. Und da sind ja noch ein paar, die ich nicht besiegt habe. Mal. Da kann ich auch noch ein paar Erfahrungspunkte Zeig mir deine abstauben. Hab allerdings genau wie bei den Banditen das Problem, dass ich gerade... Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder... Dass ich gerade nicht stark genug bin. Zeig mir deine...
Okay, habe ich hier vielleicht eine Zweihandwaffe, die... Wenn er das nicht sieht, nö, kann ich ihm okay auch nicht mehr helfen. Aber ich bin ja eigentlich gar nicht hier wegen Garrett. Und auch nicht wegen Brandon. Und eigentlich auch nicht wegen Skip. Ich will nur gucken, ob die neue Gesprächsoption haben. Das hab ich Moment, gar nicht kann Skip mich nach Corinnes bringen, jetzt wo Raven weg ist? Kannst du mich nach Corinnes bringen? Bist du verrückt? Das na, war doch okay schon vorher klar. Da gibt's nichts Neues. So, dann, hey Greg, übrigens, die Banditen sind Geschichte, zumindest Raven. Das war doch schon vorher klar. Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Weiter so. Ich hätte das anders gemacht. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Wie bist du hierher gekommen? Achso, nee, das kennen wir schon. Er ging durchs Portal. Wo ist das Schiff? Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Achso, ja, genau. Das waren die Paladine. Okay. Das kennen wir alles schon. Die Paladine haben ihn erwischt, die da plötzlich aufgetaucht sind in unerwarteter Weise. Wegen dir lässt mich Greg. Okay, auch hier nichts Neues. Nee. Aber eigentlich bin ich ja hier wegen Samuel. Denn für den habe ich ja das Rezept von Lou's Doppelhammer. Und das Rezept vom Elixier der Geistesveränderung. Hey, vielleicht will er ja beide. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Das ist das absolute Mörderzeug. Pass auf. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Okay, dann gib mir mal einen. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Oh yeah. Gib mir einen Doppelten. Einen doppelten Hammer. Mach dich nicht unglücklich, Kleine. Ich hoffe, der ist nicht für dich. Ja, das hoffst du, hä? Ich hatte ja gehofft, dass ich ihm das Rezept für den Trank der Geistesding geben kann. Weil er ja, wie gesagt, manchmal einen roten Tränenpfeffer dabei hat, wenn man ihn niederschlägt. Keine Ahnung, wird schon passen. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, ich mache mir selber noch eins und guck, was dann passiert. Aber egal. Heilung der Besessenheit brauche ich gerade nicht. Nee, ich will den da. Mach den härtesten Trinker müde. Fump. Oh mein Gott. Das hat mir die Hälfte meiner Lebensenergie abgezogen. Und was bringt's mir? Nix. Oh Mann. Gibt's irgendeinen Trinkenbold, der vielleicht so einen haben will? Vielleicht im Söldnerlager oder so. Ich nehme mal lieber einen mit, vielleicht kann ich ihn da irgendwo loswerden. Was? Ich habe ja genug Gold. So, da werde ich jemanden aber glücklich machen, der was trinken will. Oh ja. Aber sehr glücklich. Nun denn. Ich würde mal sagen, jetzt auf zurück zu alten Gefilden. Wie gesagt, es gibt ja diesen Strand, da bin ich noch zu schwach. Söldnerlager bin ich zu schwach. Feuerteufel bin ich zu schwach. Also, komm nicht so. Ich hab für sowas keine Zeit. Nee, stimmt gar nicht. Eine Sache noch. Und zwar werde ich diese Folge auch nochmal in Jakendar bleiben. Und es gibt nämlich noch eine Sache, die ich tatsächlich noch erledigen kann. Und zwar bin ich ja am Anfang, als ich hier neu war, mit Alligator Jack über den Weg hierher gelaufen. Und dabei hatte ich nicht die Möglichkeit, mich seitlich des Weges wirklich gut umzuschauen. Und deswegen würde ich jetzt den Weg, den ich da mit Alligator Jack genommen habe, einmal zurücklaufen und schauen, ob es dort nicht noch irgendwas Tolles gibt, was ich übersehen habe hey, damals. Du. Unterrichte mich. Nope, auch dich interessiert nicht, dass Raven weg ist. Nun denn. Nicht mein Problem. Ich hatte nur gehofft, dass ich ein bisschen Erfahrung noch abstauben kann. Hehe. Apropos Erfahrung, wie viel brauche ich denn noch? 4115. Das könnte sogar reichen, wenn ich die Banditen verprügle. Aber wie gesagt, dafür fühle ich mich gerade echt ein bisschen zu schwach. Ich meine, ich hätte mir gut, so stark wie Raven werden sie nicht sein. Aber ich fürchte halt, dass sie in größeren Mengen auf einmal auf mich losgehen, wenn ich einen angreife. Zumindest die Wachen. Die Wachen werden es auf jeden Fall tun. Tja, gut,
Das hier ist der Weg. Unten im Talkessel war ich, glaube ich, schon mehrfach. Ich werfe deshalb eigentlich hier nur einen kurzen Blick rein. Nee, da unten war ich schon. Genau, da ist die Höhle mit Morgan und Garrett. Hübscher Wasserfall, wo ich leider nicht hochkomme. Nee, hier ist was. Das heißt, also eigentlich ging es mir hier hauptsächlich um diese Winkel und Ecken an der Seite des Weges. Und da drüben zum Beispiel. Da gehe ich gleich hin. Ich mache jetzt erstmal diese Seite hier. Weil das da drüben scheint mir dann noch ein bisschen was Größeres zu sein. Was haben wir hier? Eine Waldbeere. Ja, okay. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Ist da unter dem Stein irgendwas? Nope. So, sind hier Gegner? Sieht nicht so aus. Aber eine Höhle. Und eine Waldbeere. Und Goblins. Hey, Goblins. Und Pilze. Na? So. Hätte ich doch beinahe diese Dunkelpilze hier übersehen. Das wäre ärgerlich gewesen. Die schnapp ich mir gleich. Und Butlerfleisch nehme ich auch mit. Ist ganz nett, um offscreen zu heilen, weil die mit 15 dann doch relativ viel Punkte auffüllen für sowas zu essen. Ein paar Felle nehme ich auch gerne mit. Da freut sich sicherlich Bosper drüber. Und so ein Mana-Trank und so ein Schinken, da sage ich auch nicht nein zu. Aber am wichtigsten sind mir natürlich hier die Pilze. Mit Abstand. Es geht noch weiter. Ich fürchte mal, da hinten ist ein Schattenläufer oder sowas. Ja, tatsächlich. Wie kriege ich den Kleinen? Ich kriege den Kleinen, indem ich einen Eisblock mache. Dann mache ich zwei Feuerstürme. Oder zwei Feuerdinger. Und dann haue ich drauf. Ja, das funktioniert. Okay. Gut zu wissen. Ich kriege, wenn ich meinen Mana komplett einsetze. Also was heißt komplett? Ich habe 90. Mir fehlen 90. Ich habe... ja, komm, was soll's. Wenn ich meinen Mana quasi fast komplett einsetze, kriege ich einen Schattenläufer gerade so platt. Zurzeit. Das Ärgerliche ist halt, dass ich diese Feuerteufel da nicht einfrieren kann. Ist aber irgendwie logisch, ne? Ich meine, so Feuer und Eis. Naja, war irgendwie schon klar. Gut. Wie immer, das alte Problem. Ich habe nicht genug Dietriche. Okay, das geht mir schon zu weit. Es war links... Verdammt. Links, rechts, rechts, dann zweimal links. Und dann müsste es wieder rechts sein. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach, hier, bei Quahutron. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Links, rechts, rechts, links, links. Ach so. Links, rechts, rechts. Dreimal links. Okay. Fisch, Gold, Gletscherquarz. Okay, ist jetzt nicht so die Rede wert. Was haben wir hier? Zweimal links. Dreimal rechts. Und das ist mir auch schon wieder zu viele. Das hat mir schon wieder zu viele Dietriche gekostet. Ich kenne ja hier immerhin jetzt die Kombination. Verdammt. Links, rechts, rechts, dreimal links. Genau. Und hier drüben war es... Ich weiß es nicht mehr. Ich speichere mal. Links? Nee, rechts. Ah, links. Links, links. Zweimal links. Dreimal rechts, einmal links. Okay. 138 Gold. Ja, das ist okay. Dafür kriege ich wieder neue Dietriche. So, was haben wir hier? Das scheint mir dann doch eine der wenigen Kreuze zu sein, das ich übersehen habe. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich denke mal, die meisten habe ich schon. Edles Langschwert. Okay, ist das eine sinnvolle Waffe für mich? 80 Schaden?
Ja, und 6 Bonus zu... Ah ne, Einhand. Tja, schade. Schade. Und es braucht 70 Stärke. Da habe ich nicht annähernd genug. Aber wenn ich mal Goldmangel habe, kann ich es verticken. Was soll's. Ist ja auch was wert. So, die beiden Pilze nicht vergessen. Wie viele habe ich denn? Wie viele Pilze? 326. Ja, und das meinte ich mit dem Butterfleisch. Mit 15, das ist doch ganz okay. Ich meine, 3 bis 4 davon sind ein kleiner Heiltrank. Kann man schon machen. So, da geht's nicht weiter. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, das geht schon noch ein kleines bisschen weiter hier, bevor ich wieder zurück bin bei den Magiern. Aber die Folge ist ja eigentlich schon wieder voll. Das sind schon wieder 20 Minuten. Ich beeil mich. Dies hier soll die letzte Folge in Jakenda sein, fürs Erste. Also beeil ich mich hier. Ist da noch irgendwas? Nope. Gibt's hier drüben was? Ja, oh, verdammt. Da oben ist eine Ruine. Ich fürchte, die werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Sorry. Dann ist das hier die vorletzte Folge in Jakenda. Ich sammle mal hier noch die... Ach, guck mal, schon wieder 2 Pilze, die ich übersehen habe. Mann. Gut, dass ich hier nochmal lang gelaufen bin. Die Pilze sind wertvoll. Gibt's hier im Gebüsch noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, da geht's ein Abgrund runter. Dann... Oh, da geht's ja auch noch weiter. Moment. Ach nee, da geht's dann wieder da runter. Zu da, wo Quarotrons Grab ist und so. Und der Einsiedler. Ach so, da hätte ich auch von der anderen Seite herkommen können. Interessant. Nun jetzt. Nun gut. Aber ich werde jetzt hier die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal schaue ich mir dann eben noch diese kleine Ruine hier an. Guck mal, ob ich da unten noch irgendwas übersehen habe. Also auf dem Weg bis dorthin, wo ich zuletzt war, von unten her kommt. Und dann geht's nächstes Mal wieder zurück nach Korinnis. Das Auge Innos suchen. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin auf Wiedersehen.